Wir denken, wir sind alleine. Aber das sind wir nicht. Dass wir alleine sind, beziehungsweise dass wir das denken und uns so fühlen, liegt daran, dass wir unsere Wahrnehmung beschränkt haben auf unseren Körper. Und wenn wir natürlich körperlich alleine sind, dann fühlen wir uns auch alleine. Aber wir sind eben nicht nur Körper. Es gibt eine Körperwahrheit, es gibt eine geistige Wahrheit und es gibt eine Wahrheit von der Seele. Und wenn wir natürlich nur diese eine Wahrheit sehen, die vom Körper, dann ist es scheinbar richtig, dass wir alleine sind. Aber wenn du dir das hier anguckst, dann wirst du schon eine Öffnung in dir haben, die versteht, dass es da mehr gibt als nur Körper. Und wenn du die Absicht hinausschickst in dein Sein, dass du sagst, ich bin bereit dafür, mehr zu wissen, mehr zu erkennen, mehr wahrzunehmen, bewusster zu werden, dann wird auch mehr von deiner Seele zu dir kommen durch den Geist. Viel Spaß dabei.